Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zu einer neuen Ausgabe von Schmecken lassen aus dem Rekomöbelhaus in Stolberg auf der Zwönitzer Straße 10a. Rekomöbel, Ihr Spezialist für gutes Wohnen. Tina, heute machen wir mal was ganz anderes. Heute machen wir mal was Süßes. Wir haben uns gedacht, wir machen ja wirklich alles selber. Vom Brotbacken mit Aufstrich über hin zu Wickelklößen, Braten. Habe ich heute gedacht, wir machen heute mal ein Dessert. Haben wir lange nicht gemacht, hatten wir irgendwann mal, schon lange, lange, lange her. Und da habe ich gedacht, wir machen heute mal Schokomousse, also dunkles Schokoladenmousse. Und weil ich eine Süße bin, kriege ich die ganze Schokolade. Ja, die esse ich jetzt alle auf. Das wird ein bisschen schlecht, da wird das, denke ich, übel. Okay, gut. Schokomousse. Das ist ein beliebtes Dessert bei unseren Feiern. Und das ist auch immer schön lecker, weil es schön fluffig ist und natürlich, wie gesagt, auch selbst gemacht mit Eiern von der Sarah, mit dunkler Kuvertüre und mit ganz viel Liebe von mir, weil ich mache ja heimlich, liebe ich ja Desserts machen. Das ist ja meine heimliche Leidenschaft und deswegen. Tina, eine heimliche Leidenschaft. Ja. Wissen Sie, warum ich so aussehe, liebe Zuschauer? Weil die Tina immer ihre heimliche Leidenschaft an mir testet. Muss ja kosten, genau. Genau. So, was darf ich machen? Schokolade schnippeln. Du darfst die Schokolade klein raspeln. Die werden wir dann über dem Wasserbad schmelzen lassen. Die Schokolade darf aber nicht über 60 Grad haben, weil dann fängt die an, klumpig zu werden und sich zu ziehen. Und das ist auch ganz, also bei der dunklen Schokolade geht es mal noch, aber bei weißer Schokolade muss man da richtig sehr aufpassen. Das ist mir auch schon oft passiert, dass die ist dann einfach nicht geschmolzen. Ja. Die war dann so richtig wie, also wie Leim, weil in der hellen Schokolade ist ja quasi viel Kakaobutter drin und in der dunklen halt eben weniger und deswegen muss man da wirklich sehr aufpassen, damit man die Schokolade nicht zu heiß schmilzt. Und genau. Liebe Zuschauer, die Arbeit würde ich mir zu Hause jetzt nicht unbedingt machen. Gehen Sie einfach ins Hotel Bock, rufen Sie vorher an. Und sagen Sie, Sie möchten gerne der Tina ihr schönes Schokomousse, aber noch besser ist, Sie feiern Ihre Geburtstagsparty, Hochzeit, Weihnachtsfeier, was auch immer es zu feiern gibt. Es darf wieder gefeiert werden und bei uns ist es wirklich schön. Es ist weitläufig, Sie brauchen sich keine Gedanken machen, Hygiene wird eingehalten. Klein raspeln, ich habe ja gar keine Raspel. Na, du machst einfach jetzt mit dem Messer, das sind natürlich große Stücke, einfach so runde. Und dann wird das hier so. Ach so, alles kleine. Okay. So, also so, umso feiner, desto schneller schmilzt das. Und heute, liebe Zuschauer, kann ich Ihnen sagen, bin ich quasi ausgezeichnet. Ich habe der Tina ihr super gutes Damaststahlmesser. Ja, das geht wirklich gut. Ich werde weiter die Sahne steif schlagen. Die kann ruhig schön fest, also nicht so halb geschlagen, sondern richtig schön festgeschlagen werden. So, Tina, die Schokolade ist geschnippelt, geraspelt. Dann haben wir die Sahne ist steif geschlagen. Genau. Und jetzt brauchen wir Ei. Und die trennen wir? Genau, wir machen Eigelb in die große Schüssel und das Eiweiß machen wir hier rein. Man kann das Eiweiß noch zu Eischnee schlagen und mit drunter heben. Ich mache es aber nicht. Also dann wird es fluffiger, aber ich mache es nicht, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es dann quasi abkackt. Also es kann passieren, dass das Mousse zusammenfällt, okay, weil es passieren kann, dass eben das Eiweiß wieder flüssig wird. Okay. Na, das ist halt immer so ein bisschen die Gefahr. Deswegen mache ich es nur mit der Schlagsahne, deswegen auch die Schlagsahne richtig schön geschlagen und nicht halb geschlagen, sondern richtig geschlagen, wegen der Fluffigkeit und das funktioniert immer. Gut. Aber das war jetzt nur ein kleiner Tipp, wer das machen möchte, kann das gerne machen, aber man muss es nicht machen. Sehr liebe Zuschauer, und wenn Sie auf der Suche nach schönen Möbeln sind, schauen Sie hier vorbei in Stolberg auf der Zwönitzer Straße 10a bei Rekomöbel. Hier ist für jedes Herz das Richtige dabei. Von der Wohnwand zum Schlafzimmer, die Couch, alles moderne, schicke, designte Möbel. Schauen Sie hier vorbei. So, Tina, ich darf sicherlich die Eier trennen. Du darfst die Eier trennen, genau, wie gesagt. Eiweiß hier rein und Eigelb hier rein. Es ist nicht schlimm, wenn hier auch noch ein bisschen Eiweiß mit drin ist. Geht ja schon mal gut los, ne? Zack. Genau, also wie gesagt, wir haben jetzt hier 10 Eier. Man muss immer rechnen, also ich mache immer ein bisschen mehr. Für wie viele Personen machen wir das denn jetzt? Also das wäre jetzt so für 15 Personen. Okay. So, da wir ja heute ein bisschen was verkostigen möchten, auch an die Mitarbeiter hier, die haben sich das auch verdient. Die sind ja auch immer für sie da. Und dann dürfen die heute mal einen Schokomousse kriegen. Genau. Wir wollen den quasi den Arbeitstag versüßen. Genau. Und ja. Also wenn man das für zu Hause machen will, für 4 bis 5 Leute, da braucht man eigentlich bloß 2 bis 3 Eigelb, 150 bis 200 Milliliter Sahne und was? Ich komme mir vor, gerade wie so ein bisschen wie so ein Jongleur. Ach so. Und ungefähr 200
bis 250 Gramm Schokolade. Ich nehme immer ein bisschen mehr Schokolade, weil ich mag es richtig schön kräftig nach Schokolade. Und das Gute auch bei dem dunklen Schokoladenmus ist auch, man braucht keine Gelatine. Dadurch, dass da richtig die Kakaobohne, also richtig Kakaoanteil ist, wird die automatisch fest, weil das kalt wird, durch das Ei verbindet sich das und dadurch wird das richtig fest. Und bei der weißen Schokolade hast du halt, wie gesagt, das Problem, dass du weniger Kakaoanteil hast, dafür mehr Kakaobutter und dadurch brauchst du Gelatine, weil die weiße Schokolade wird von sich aus mit dem Ei, das wird einfach nicht fest. Und kann man eigentlich jede Schokolade nehmen? Kann ich auch sagen, ich habe jetzt zu Hause Punkt, Punkt, Punkt Schokolade, die muss jetzt mal weg, kann ich die auch nehmen? Wenn du sagst, du hast noch von Ostern die Osterhasenschokolade, kannst du auch nehmen. Kommt aber immer, wie gesagt, auf den Kakaoanteil an, deswegen immer Zartbitterschokolade. Also die Milchschokolade. Also Vollmilchschokolade nicht. Vollmilchschokolade eher nicht fürs Schokomousse, muss man aber dann einfach für sich selber ausprobieren. Aber ich würde... Ja, das macht nicht gut. Ich würde einfach, also ich persönlich finde einfach, mein Schokomousse muss aus Zartbitterschokolade bestehen, damit es so richtig schön Schokolade schmeckt. So. Und kann man auch die Schokolade mit dem Mintgeschmack zum Beispiel nehmen? Gibt's ja auch. Naja, eher nicht. Du musst es mal, wenn du es machen willst, probier es einfach mal aus. Du weißt ja jetzt so ein bisschen die Grundrezeptur. Ich, liebe Tina. Wenn du mich so fragst. Ich esse lieber deins. Liebe Zuschauer, und das sollten Sie auch tun, kommen Sie vorbei ins Hotel Bock. Wir haben gerne für Sie geöffnet. Also man kann natürlich bei diesem Schokomousse rumexperimentieren, wie man möchte. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, das würde funktionieren, weil ich habe das noch nicht ausprobiert. Okay. So, Tina, unsere Schokolade ist geschmolzen. Genau. Wie geht das jetzt weiter? Jetzt haben wir ja unser Eigelb. Da machen wir ein bisschen Zucker rein noch. Aber die Schokolade ist ja schon süß. Ja, aber die ist ja nicht sehr süß, sondern leicht süß. Und durch den Zucker... unterstützt mir einfach, weil wenn du jetzt das Ei nur aufschlägst und die Sahne, dann hast du eher ein herbes Schokomousse. Und ich gebe einfach gerne noch ein bisschen Zucker mit dran. Erstens, da wird das Eischnee einfach noch ein bisschen fluffiger. Eigelb. Eigelb, ja. Und zweitens einfach, naja, man mag es halt ein bisschen süßer einfach. Okay. So. Aber du hast recht, die Kuvertüre ist nicht so süß. Ja. So, also wie gesagt, ja, Wasserbad, gibst mir mal den Schneebesen. Und dann muss man jetzt, ach nee, den habe ich. Pardon. Scherzkeks. Da muss man jetzt einfach wirklich auch aufpassen, dass es kein Rührei wird. Aber das hat man ja schon damals bei der Hollandaise. Bei, ne? Der Hollandaise ist und ja auch ähnlich. Bei unserer Vanillesoße. Ja. Ist halt gut für einen Schwabbelarm. Du hast das Fitnessstudio quasi im Haus. Genau. In dem Sinne. Ich müsste bloß öfter mal Schokomousse machen, dass es sich auch lohnt. Also wir haben es gelernt, dass man immer Achten schlagen muss, da wird es besonders fluffig, aber man kann nicht die ganze Zeit Achten schlagen, deswegen mache ich manchmal auch einfach bloß diesen. Okay. Deswegen auch ein extra großer Schneebesen für viel Luft. Und an dieser Stelle gehen natürlich wieder liebe Grüße nach Penig, genau. An Tina, ihre Omi. Hallo Omi. Genau, die ist mein größter Fan, meine Oma. Und durfte die Oma auch schon mal Schokomousse probieren? Ja, tatsächlich hat sie schon Schokomousse probiert. Habe ich bei meinem Neffen zum Schulanfang, gab es auch schon Schokomousse. Das ist schön, wenn man jemanden in der Familie hat, der so gut kochen kann, ne? Ja, es ist meistens, wenn man Familienfäden sind, jetzt größere. Jetzt zum Beispiel meine Mutti hat jetzt Geburtstag und die feiert auch ihren 60. Und da hat sie mir einen Auftrag gegeben, Desserts zu machen. Und da habe ich gesagt, na, wie wär's denn da mit Schokomousse? Und da sagt er natürlich keiner nein. Genau. Und an dieser Stelle nochmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag, liebe Tina Mutti. Bleib gesund und munter. Das ist er. Genau. Aber wie gesagt, die Mühe müssen Sie sich zu Hause nicht machen. Kommen Sie einfach vorbei. Die Tina macht das gerne für Sie. Genau. Wegen der Schwabbelarme. Ja, eben. Sie müssen an meine Fitness denken. Genau, also buchen Sie zahlreich. Gerne jedes Wochenende. Große Veranstaltung. Freitag, Samstag. Geht los. Aber Tina kann natürlich auch noch andere tolle Sachen. Ja, Apfelstrudel mache ich auch gerne. Backen, natürlich backen. Aber auch Creme Brûlée. Creme Brûlée kriege ich auch ganz gut. Natürlich auch herzhaft kochen. So, wir schlagen das jetzt eigentlich, bis es fast weiß ist. Weil dann ist auch die Gefahr, dass das Ei noch roh ist, also weg. Dadurch, dass man es über dem Wasserbad aufschlägt, noch ein kleiner Klumpen.
sind. So, jetzt haben wir das Eiweiß geschlagen. So, und jetzt gibst du mir mal, tust du die komplette Schokolade rein. Huch, die ist ja heiß. Ja. So. Einfach so? Ja, schütt. Schon ein bisschen zügig. Und kratzt es aus. Jawohl. Mit einem Schlesier. Ist das ein Schlesier? Gummizunge. Eine Gummizunge ist es. Schlesinger wäre jetzt ohne Henkel. Ach, das Henkel ist ja genau, dieses kleine. Genau. So, wir müssen noch was übrig lassen. Die Rika würde gerne die Schüssel auslassen. Gut. So, auslecken. Jetzt ein bisschen geschlagene Sahne. Oh, warte. So. Erstmal, und jetzt tun wir das erstmal grob verrühren, dass sich das alles vermischt. Ist ein cooles Farbspiel. Ja. Ja. Und jetzt tun wir den Rest. So, danke. Also erstmal die Hälfte? Genau, erstmal die Hälfte, damit du das alles verrührst, dass die Gefahr nicht besteht, dass sich das nicht verbindet. Und jetzt tust du das einfach etwas schon vorsichtig. Tja, liebe Zuschauer, und das würde auch für Ihre Familienfeier reichen. Ja, definitiv. So. Und obendrauf noch eine gefrorene Himbeere. Ja. Sehr lecker. Das ist aber das Einzige, was man machen muss oder einberechnen muss. Das Schokomus braucht jetzt 5-6 Stunden, bis das richtig anzieht. Am besten, wenn Sie jetzt das zum Beispiel mal zu Hause machen, was Sie nicht machen müssen, einfach einen Tag vorher machen und in den Kühlschrank über Nacht stellen und dann ist das früh wunderbar bereit. Entweder Sie spritzen das oder Sie füllen das dann quasi schon in Ihre Förmchen ab und dann müssen Sie nichts mehr machen, außer Küchstellen. Das war's. Das kommt jetzt in den Kühlschrank. Und morgen können wir es dann essen. Aber wir sind ja nicht doof. Wir haben schon mal was vorbereitet. Genau, wie in jeder Kochsendung, wir haben da mal was vorbereitet. Genau. Ja? So, das decken wir jetzt ab und das kommt jetzt in den Kühlschrank. Ah, darf ich es noch kosten? Ach so, ja, natürlich. Ich muss erst mal kosten, ob das gut schmeckt. Ein bisschen. Es ist schön fluffig. Mhm. Schmeckt mega lecker. Liebe Zuschauer, sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Genau. Wie gesagt, einfach anrufen und sagen, ich möchte unbedingt hier Ihr Schokomousse probieren. Genau. Und vielleicht noch was essen oder eine Suppe. Ja. Tina kann auch schöne Suppen. Also rufen Sie an und feiern Sie bei uns im Hotel Bock. Genau. So, auf in den Kühlschrank. Und jetzt bin ich gespannt, was die Ute so vorbereitet hat. Das ist ja so eine Kräutertante mittlerweile geworden. Schauen wir mal. Ich habe nichts verraten. Mehr fürs Geld. Ihr Plus im Fachhandel. Jetzt Wohnfühlwochen. Hier finden Sie mehr Wohnideen fürs Geld und beste Beratung von Ihrem Garant-Fachhändler. Jetzt bei Rico Möbel in Stolberg, Zönitzer Straße 10a. Rico Möbel. Wir lieben Möbel. So, Ute, was hast du denn vorbereitet? Ist das schon neuer Honig? Nein, das ist noch kein neuer Honig. Der ist noch vom vorigen Jahr. Und der jetzt hier ist ja flüssig. Was ist das? Das ist sozusagen die Sommertracht, abgeschleudert Mitte oder Anfang August. Ja. Und der ist weder gerührt noch sonst irgendwas gemacht. Da habe ich heute früh aus einem großen Eimer was in das Glas gefüllt. Und in das Glas gefüllt hast du auch noch Salbeiblätter. Und in das Glas füllen wir jetzt auch noch Zitronenschale, natürlich von einer Bio-Zitrone, die natürlich vorher auch gewaschen worden ist.
Oder ich habe die gewaschen. Wir machen quasi was Gesundes. Ich habe ja schon gesagt, sie ist so eine Kräuterfee, ne? Und in Corona und Halsschmerz und Hustenzeiten genau. Gibt es Hustensaft. Dachte ich mal, ich erinnere mal wieder dran, es gibt schöne viele Hausmittelchen. Und da ja meine Bienen auch dieses Jahr fleißig waren und die von anderen Imkern auch, kann ich jedem nur empfehlen, Honig. Honig, aber direkt, weg. Das Honig wollte definitiv direkt vom Imker. Das ist wirklich der Beste. Suchen Sie sich einen Imker Ihres Vertrauens, da wird der Honig wenig behandelt. Also weder gerührt oder er muss schon gerührt werden, aber nicht so viel. Er wird bei der richtigen Temperatur gelagert. Er wird auch dunkel gelagert, steht nie ewig in irgendwelchen Regalen und ist der Sonne ausgesetzt. All das schadet dem Honig. Okay. Ja? Und man darf den auch nicht zu heiß aufhitzen. Ne? Um Gottes Willen. Also ich habe dann für unser Getränk heute noch einen Kräutertee gemacht. Und der Tee sollte immer auf 40 Grad runtergekühlt sein, bevor man den Honig in den Tee einrührt. Weil ansonsten gehen die guten Inhaltsstoffe des Honigs einfach verloren. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, man kann also zu Hause schon auch ganz schön gesund leben und gesund sich ernähren. Ja, es mit einfachen Mitteln. Mit einfachen Mitteln, es ist Herbst. Wir haben Erntezeit oder ne, es war im Sommer ganz, ganz viele Beeren. Ich habe ja ganz, ganz viele Beeren. Hier hat sie gemacht, Melone Vogelbeere, Marmelade. Wie kommt man denn auf die Idee, Vogelbeeren zu verarbeiten? Wie man auf die Idee kommt, in meinem Garten steht ein Vogelbeerbaum. Der hat sich dort einfach hingemuggelt, wie auch immer. Und der hat dieses Jahr ganz, ganz viele Vogelbeeren. Ich gehe raus und denke, oh, was will mir dieser Baum sagen? Der will mir sagen, mach doch mal was aus Vogelbeeren. So kommt man auf die Idee, was aus Vogelbeeren zu machen. Und Vogelbeer-Birnenmarmelade? Ich dachte immer, Vogelbeeren sind giftig. Nein. Also ja, das ist weit verbreitet. Vogelbeeren sind sehr, sehr bitter, die wilden Vogelbeeren. Es gibt natürlich auch schon Züchtungen, die nicht so bitter sind und wo man dann auch sagt, essbare Vogelbeeren. Aber wenn man die Vogelbeeren kocht oder einfriert, dann verlieren sie auf alle Fälle ihre extremen Bitterstoffe. Es ist einfach nur bitter und man darf natürlich wie von allen Kräutern nicht zu viel nehmen. Ja. Na, du kannst auch keine ganze Muskatnuss essen, da kannst du auch dran sterben. Okay. Das wirst du ja nicht machen. Na, bitter ist ja immer so ein bisschen Achtung. Ja. Deshalb aus der Natur. Ja, und so bin ich darauf gekommen. Außerdem hat meine Schwester in ihrem Garten ganz viele Birnen. Wunderbar schmeckende Birnen, aber die müssen ja auch relativ schnell, das ist eine Luise, die müssen ja relativ schnell verarbeitet werden. Ja, und da probiere ich dann immer mal was aus. Und ich freue mich, wenn es Leute gibt, denen es schmeckt. Schmeckt natürlich nicht allen. Schmeckt nicht allen, es ist wirklich ein bisschen bitter, aber mir schmeckt, ich durfte kosten Vogelbeere Birne, mir schmeckt die gut, also ist mal was ganz anderes. Und auf dem Brötchen ist das ja sowieso alles noch anders vom Geschmack, als wenn man es so isst. Ne? Ich bin auf dem Brennnesseltrichter, da gibt es jetzt wieder ganz viele neue, junge, schöne Brennnessel. Ich bin so wieder Brennnesselspinat und Brennnesselknödel und was der Kuckuck, was man da alles machen kann. Ja, was ja mal jetzt auch noch sammeln könnte wieder, weil es noch treibt es ja ein bisschen, ist spitzwegerisch, ist auch gut für den Hals. Genau. Weil nicht jedes Mal, wenn es im Hals juckt und kratzt, ist es die schlimme Covid-Krankheit. Ne? Man sollte vielleicht ein bisschen vorsichtig damit umgehen, aber es nie übertreiben, denke ich. Und und Sie sehen, ich trag jetzt auch bewusst diese Maske, die tragen wir auch im Service bei uns im Hotel und Restaurant. Wir müssten das zwar nicht, also das braucht man in Sachsen nicht unbedingt, aber wir können den 1,5 Meter Abstand nie einhalten und uns ist es einfach angenehmer. Wir möchten auch unseren Gästen zeigen, wir achten auf eure Sicherheit und auch auf unsere Sicherheit, weil wir wollen ja auch nicht krank werden. Genau. Ja. Genau, aber 1,50 Meter Abstand finde ich so ein bisschen lustig, so wie ja, Schokomus, zack. Cool. Machen Sie den Mund auf. Flop. Na. Ja. Und hier muss man halt beachten, dass dann die Salbeiblätter und
die Zitrone, die Zitronenschale immer schön mit Honig bedeckt ist, 4 bis 6 Wochen noch stehen lassen. Dunkelstellen, oder? Nö, nicht unbedingt dunkelstellen, aber dann ab einer gewissen, nach den 4 Wochen dann auch mal kühlstellen, weil sonst fängt es an zu gären, ja, und dann kannst du es wegschmeißen. Ja. So, und davon jeden Tag einen Löffel und sie werden wahrscheinlich nicht krank. Ja, oder auch wenn es schon ein bisschen kratzt. Na, Honig hat ja wirklich so echt tolle Wirkung. Ich mache immer Honig in den Tee und bei mir kratzt nichts. Und du lässt den auch erst abkühlen? Ich lasse den auch erst abkühlen, das habe ich ja von dir gelernt. Gut. So. Schön, wenn man mal was von mir lernt. Ja, so, was hast du in deiner Kanne? In meiner Kanne habe ich heute früh einen Tee gekocht aus Pfefferminze, Ananassalbei und Zitronenmelisse. Das klingt lecker und gesund. Und weil es so gesund bei uns jetzt auch nicht sein soll, hast du uns noch schöne Schokolade mitgebracht. Du hast neue Zotterschokolade. Genau. Es geht ja, es wird ja delikat. Es wird ja wieder kälter. Es ist Herbst, Oktober und ich fülle gerade mein Delikat wieder auf. Wir haben ja bald Weihnachten. Irgendwo sieht man es ja manchmal schon in den Geschäften. Und auch bei mir wird es wieder voller im Delikat mit unter anderem Schokolade, schöne Brände. Das tolle Olivenöl habe ich wieder bestellt. Oh. Von Mazzatro. Also sehr zu empfehlen. Deshalb bringe ich es mit, weil ich bringe das nicht mit dem Schokoladenmus. Das macht ja die Tina. Ich kann einfach nur gucken, wo gibt es noch tolle Sachen und welche kann ich empfehlen. Und ja, deshalb habe ich sie mitgebracht. Also wenn Sie ein schönes Präsent brauchen, dann schauen Sie vorbei. Das Olivenöl ist sehr zu empfehlen und Sie machen sich noch jeder Köchin oder Koch eine kleine Freude. Weil es ist echt lecker. Und so eine Schokolade dazu, gerade Salzkaramell, echt lecker. Klingt verrückt, schmeckt aber gut. Ja. Also liebe Zuschauer, da sind wir ja jetzt schon fast fertig. Genau. Feiern, buchen, muss man da irgendwas beachten bei dir? Ja, anrufen. Also wir haben für nächstes Jahr auch schon so einiges in unserem Buch stehen. Der Mai ist sehr gut schon gebucht mit Geburtstagen, Hochzeiten, goldene Hochzeit etc. Ja, wenn Sie wissen, Sie möchten feiern, anrufen, wir machen einen Termin aus, wir unterhalten uns, wie Sie sich's vorstellen, machen einen Vertrag und dann kann die Feier beginnen. Auch so, wenn Sie zu uns essen kommen wollen, bitte, bitte, bitte immer vorher anrufen. Weil wir sind echt ein klitzekleines Team und es kann durchaus mal sein, dass wir sagen, Leute, wir haben so viel gearbeitet, heute haben wir zu. Und wir möchten nicht, dass Sie vor der Tür stehen und nicht rein können und wir nicht da sind. Und sich dann ärgern, na? Genau. Also vorher anrufen ist ja heutzutage kein Problem. Wenn Sie schöne Möbel wollen, dann schauen Sie hier vorbei bei Reko Möbel in Stolberg auf der Zwönitzer Straße 10a. Hier finden Sie garantiert das richtige Möbel für sich. So, liebe Zuschauer, so sieht unser fertiges Schokomousse aus. Aber wie gesagt, machen Sie sich nicht die Mühe, machen Sie das selber. Lassen Sie das die Tina machen, die braucht das für ihre Arme. Das Fitnessstudio quasi im Hotelbock. Wenn Sie eine schöne Feier wollen, dann rufen Sie an, melden Sie sich ganz einfach. Wenn Sie schön essen gehen wollen, auch. Und wenn Sie richtig coole Möbel wollen, dann schauen Sie vorbei bei Reko Möbel in Stolberg auf der Zwönitzer Straße 10a. Hier freut man sich auf Sie. Und wir trinken jetzt unseren Tee mit Honig, den abgekühlten Tee, und sagen dann ganz einfach, schmecken lassen. Bis zum nächsten Mal.